Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Onkel der Nation Box von Pillard. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Onkel der Nation von Pillard. 2016 kam der Vorgänger, Onkel Pillo, und jetzt 2017 im Jänner war es soweit, Onkel der Nation, das Folgealbum von Pillard, nachdem dieser ja länger nichts von sich hören ließ, vor Onkel Pillo. Limited Fanbox Pillard Onkel der Nation, hier in Rot-Weiß lesen wir, ist eine normale Clubbox, Oberseite weiß, Unterseite weiß, sehr schlicht gehalten das Ganze. Und hier hinten lesen wir Limited Deluxe Edition, 3 CDs, ein T-Shirt in Größe L, Sturmfeuerzeug, Poster, Autogrammkarte, Sticker, inklusive 5 exklusiven Bonussongs und allen Instrumentalversionen. Und hier haben wir noch die Credits. Alles klar. Dann schauen wir mal. Wir haben einmal den Sticker, das T-Shirt und in dem T-Shirt das Album an sich. Das dürfte wohl das Sturmfeuerzeug sein. Die Bonus-EP. Die Instrumentals. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Und ein Poster. Sehr gut. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Pillard, Onkel der Nation. Also wir haben hier Pillard, der sich gerade eine Zigarette entzündet. Vor einem, ja, vor einem Kiosk, vor einem Würstchenstand. Ja, sieht nach Kiosk aus. Und hier oben lesen wir eben auch nochmal Pillard, Onkel der Nation. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 14 Tracks. Und wir haben Features von PA Sports, Snagger, Sido, RE und Manuelsen. Also ich muss ehrlich sagen, meine Favoriten sind Track Nummer 1, nämlich Onkel der Nation. Der mit Sido ist auch richtig gut, kein bisschen reifer. Und mit RE, wo haben wir es? Stummer Schrei und Hilfe. Also 4 Tracks, die mir jetzt speziell hängen geblieben sind. Super Jewel Case, sauber. Gute Arbeit. Und dann haben wir hier das Booklet. Und wie so oft haben wir hier Porträtaufnahmen des Rappers und hier die Tracks aufgelistet, inklusive der Infos zu den einzelnen Liedern. Also wer immer noch Pillard von, früher kennt, der weiß, dass der Typ mal mindestens das Doppelte war und ordentlich abgespeckt hat, auch schon bei Onkel Pillo. Aber zu alten Snagger- und Pillard-Zeiten, sage ich mal, war Pillard doch eine ziemlich mächtige Erscheinung, aber dafür auch ziemlich fett. So, dann haben wir hier weitere Aufnahmen von Pillard. Pillard am Rauchen und Telefonieren vor seinem Kiosk. Und hier nochmal abschließend die Credits. Pillard, Onkel der Nation, lesen wir hier. Gut, Booklet geben wir zurück in die Hülle. So sieht die CD aus, ebenfalls in dieser Rot-Weiß-Optik, Pillard, Onkel der Nation. Und hier lesen wir nochmal Pillard, Onkel der Nation. Dann haben wir die Instrumentals. Wie so oft in einer Papphülle. Cover ist dasselbe, also nicht ganz dasselbe. Hier gerade am Zigarette anzünden, hier schon am Rauchen und Telefonieren. Und natürlich die Info Instrumentals. Hier haben wir die Tracks, 14 Stück. Und spannenderweise geht das Ganze oben auf. Also normalerweise diese Papphüllen ja immer hier rechts zu öffnen. In dem Fall geht die CD oben raus. Und ist hier in so einer dunkelblau-schwarz Optik gehalten.
Und dann haben wir noch die Bonus-EP. Pilat Bonus-EP. Wow. Achso, okay, Instrumentals. Denken wir gerade. Also, 5 Tracks inklusive Instrumentals. Also, 10 Tracks gesamt. Und auch diese wieder oben zu öffnen. Woppa. Ebenfalls in schwarz-weiß gehalten. Und auf dieser Bonus-EP haben wir von diesen 5 Tracks ein Feature von Snagger, von wem sonst, und nochmal RE. Sehr schön. Dann haben wir den Sticker Onkel der Nation mit diesem schönen Mittelfingermotiv. Pilat Onkel der Nation. Quadratischer Sticker in rot-weiß gehalten. Dann haben wir das Sturmfeuerzeug. Dieses ist hier in seinem kleinen Karton eingefasst, eingepackt. Okay, also es ist wirklich ein schlichtes silbernes Feuerzeug, ein Sturmfeuerzeug, ohne Logo, ohne irgendeine Zora-Feuer, ohne irgendein Element, also von außen her absolut nicht zu erkennen, dass das Onkel der Nation ist. Jetzt die Frage. Ja, es muss wahrscheinlich erst noch befüllt werden. Also man sieht, die Feuersteine funktionieren gut. Jedoch dürfte hier kein Zippo, keine Flüssigkeit eingefüllt sein. Ja, schade. Aber ist auf jeden Fall ein nettes Feuer, auch wenn es sehr, ja, ich sag mal, unpersönlich ist vom Design. Da hätte man vielleicht noch irgendwie eine Gravur oder irgendwie ein kleines Element machen können, um Rückschlüsse auf Pilat ziehen zu können. Aber ja, auf jeden Fall eine nette Sache. Dann haben wir ein Poster, doppelseitig. Einmal im Querformat. Onkel der Nation, rauchend, telefonierend vor seinem Kiosk. Und dann hier, das ist dann wohl das Cover der Bonus-EP. Hier da, sehr ähnlich. Nur der Kopf schaut in die andere Richtung. Gefällt mir auch echt gut, auch wenn Pilat da einen sehr, sehr strengen, sehr bösen Blick drauf hat. Dieses Poster im Querformat. Und dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. So sieht das Ganze aus. Nochmal Pilat vor seinem Kiosk. Auf der Rückseite nochmal Infos, das Album ab sofort im Handel. Auf jeden Fall original unterschrieben. Und dann haben wir zum Abschluss noch das T-Shirt. Und ebenso wie auch schon auf dem Sticker ersichtlich, dieser Mittelfinger mit der Aufschrift rot auf weiß, Pilat, Onkel der Nation. Ja, muss jetzt ehrlich sagen, feiere ich nicht so das Design. Also ich werde jetzt kaum mit einem T-Shirt rumlaufen, wo mitten ein großer Mittelfinger auf der Brust ist. Aber ja, ist nicht ganz so mein Geschmack, um ehrlich zu sein. So, dann haben wir Fruit of the Loom Original Tea in Größe L. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und wo haben wir die Info? Ah, hier. Made in Marokko. Neckprint haben wir keinen. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann im getragenen Zustand aus. Also wir haben hier quer über dem Brust- bzw. Bauchbereich diesen riesen Mittelfinger. Pilat, Onkel der Nation. Und ansonsten das T-Shirt komplett in weiß gehalten. Wie gesagt, mein Geschmack ist jetzt nicht so, mit so etwas rumzulaufen. So einen Mittelfinger auf der Brust, auf dem Bauchbereich. Aber ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr dieses T-Shirt natürlich gerne tragen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, das Poster im Querformat, der Sticker, die unterschriebene Autogrammkarte, die Pilat Bonus EP, die Pilat Instrumentals, ebenso wie die Bonus EP in der Papierhülle, in der Papphülle, das Album an sich im Super Jewel Case. Und
das Zippo. Sturmfeuerzeug. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr den Künstler feiert, wenn ihr das Ganze unterstützen möchtet, wie gesagt, die Links in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.